I'm sorry. Oh, tut mir leid, Leute, ja. Champagne. Ja, auf jeden Fall, ja. Sorry, ihr seid bei Gibson TV. Ja, ich bin gerade hier im Hotel, chill gerade ein bisschen rum. Auf jeden Fall, heute eine neue Episode. Gibson auf die Straße von Cologne. Und ja, sorry, vorab erstmal. Nicht vergessen, abonnieren, liken und die Glocke aktiv merken. Yes, ansonsten mache ich dich kaputt. So, auf jeden Fall, ich war heute auf die Straße auf Cologne. Ich war heute auf die Straße von Cologne. Auf jeden Fall. Guck mal, ich kann nicht mehr richtig reden. Ich war müde, ihr wisst Bescheid. Deswegen, guck mal, wecken, musste mich aufmachen. Guck mal, aufmachen, sag ich sogar. Ich muss mich aufwecken, damit ich hier überhaupt wach bin. Wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall, ich war heute auf die Straße von Cologne. Und hab ein paar Leute mal ein bisschen so angesprochen, was die so gemacht haben oder was sie deren Eltern aufgetischt haben. Also die Frage war, was haben die deren Eltern aufgetischt, um feiern gehen zu können, damals oder jetzt. Und von mir aus, ey, ich musste krasse Sachen bringen. Mama, Papa, wenn ihr das seht, I'm sorry. Auf jeden Fall, ja, und ich war auf den Kölner Straßen und ich habe mal ein bisschen geguckt und da waren krasse Sachen dabei. Kurze Highlights. Was erzählt ihr euren Eltern, wenn ihr feiern geht? Ich gehe Moschee beten. Aber immerhin, die haben das gecheckt, Bruder, ja? Ja. Dass ich ein bisschen Rille war und so. Habe ich ein paar Schellen bekommen, damit ich ein bisschen wach geworden bin. Ihr habt gesehen, stabil. Ihr habt gelacht. Aber ihr seht jetzt die Vollversion. Full. Nicht vergessen, wie gesagt, Glocke aktiv machen, liken. Und wie ihr seht, ich bin aktiv. Es werden immer mehr Videos kommen. Und was soll ich dazu sagen? Wisst ihr, was ich meine? Ich persönlich finde es geil, was sie da für Antworten gegeben haben. Deswegen viel Spaß beim Videoschauen, ne? Hold on. Bei einigen Leuten, die ich interviewt habe, gab es Probleme mit dem Mikrofon. Deswegen, Leute, regt euch nicht auf und enjoyt einfach noch. Peace out. Okay, Name und Alter? Burhan, 18. Jason, 18. Ismail, 18. Assad, 17. Yo, okay, wir haben die nächsten. Name und Alter? Ich bin 19 Jahre alt. Okay, du? Pascal, 26. Okay, so. Ich meine, also Name und Alter erstmal. Melody, 20. Nice. Josie, 20. Name und Alter, Bro? Barisch, 17. Anu, 17. Okay. Ihr wollt ja heute feiern gehen, ne? Ja. Okay. Was habt ihr heute euren Eltern erzählt? Oder generell, was erzählt ihr euren Eltern, wenn ihr feiern geht? Guck, die guckt schon so. Dass ich feiern gehe, ja. Echt? Klar. Ganz easy, locker easy. Natürlich, oder? Easy. Ja, ich weiß nicht. Ja, du? Ich wohne alleine, also ich muss keinem mehr Bescheid sagen. Okay, aber damals, wo du zu Hause gewohnt hast, was hast du deinen Eltern erzählt? Ich habe auch gesagt, ich gehe feiern. Echt? Ja, wirklich. Die Leute dürfen, ja? Bei mir ging nicht so, ja? Ich gehe feiern, ich gehe Backpfeife. Aber die Frage, was erzählt ihr euren Eltern, wenn ihr feiern geht? Ich gehe Moschee beten. Oder? Ey, was ist hier los? Dann gehst du jeden Freitag beten. Okay, warte, ganz kurz. Warte, was sagst du? Na, Bruder, direkt Bluff, irgendwas erfinden. Okay. Stabil. Ich hab eine Frage an euch jetzt, ne? Mhm. Geht ihr feiern? Ab und zu, ja, ne? Ja. Ja, ich komm nicht rein. Okay. Was erzählt ihr euren Eltern, wenn ihr feiern geht? Ich bin bei meiner Freundin. Also. Echt? Ja, ja. Dann lass ihn einfach easy. Ja, dann. Meine Eltern sind schon hart locker. Ja? Was sagst du? Oder ich sag, Ich sag, Bruder, ich bin mein Freund und so. Ich mach nicht. Ich sag einfach, ich bin mein Freund. Sag immer mein Freund. Ja, war das ja genau das Gleiche. Auch wenn er nicht draußen ist, war. Okay, was war das Verrückteste, was jemand gesagt hat, zu feiern? Ich weiß nicht. Aber was sagst du denn normalerweise so? Ja, Bruder, einer auf dem Show irgendwo anders, bei Freund oder so, bei Kollegen oder so. Okay, zu Hause. Okay, du? Ja, bei mir wird nichts gesagt, ich darf gehen, ja. Du darfst gehen? Ich darf gehen. Deutscher? Nein, Portugiese. Ist ein Deutscher.
Ich sag, ich gewinne. Oder ernste Sache. Ehrlich? Oder ernste Sache. Sagst du, schließ uns, dann gehst du beten jetzt. Na echt, guck, ich sag, ich gebeten, ne? Ja. Und dann schieße ich meinen Freund zu Hause. Voila. Also, ich meine, wenn du feiern gehen möchtest. Dann sag doch nicht, dass ich feiern gehe. Ich sag, ich geh raus einfach. Einfach raus. Voila, ich sag, ich geh Moschee, ich höre beten, ich schwöre, danach geh ich nach Hause. Geh ich feiern, geh ich nach Hause. Ich feiern. Echt? Einfach so? Ja. Lassen euch einfach? Ja. Ich bin über 18 auf jeden Fall. Okay, krass. Boah, keine Ahnung, ich wohne seit 6 Jahren alleine, ne? Ja, aber früher so. Was hast du gesagt? Weiß ich nicht mehr. Nein, aber hast du dich angelogen? Nein. Nein? Ich gehe in die Stadt. In die Stadt? Also sagst du nicht so, ich gehe feiern. Oh, oh. Ich darf feiern. Ach, crazy, ja? Warum soll ich lügen? Was? Warum soll ich lügen? Ich weiß ja nicht, kann ja sein, dass deine Eltern so sagen, ey, oder deine Eltern was dagegen haben. Weil Schaut. Bisschen Shisha-Bar, bisschen Pfeifen, dies, das. Aber immerhin, die haben das gecheckt, Bruder, ja? Ja. Dass ich ein bisschen Rille war und so. Habe ich ein paar Schellen bekommen, damit ich ein bisschen wach geworden bin. Stabil. Und was ist noch? Also, das war so dein Top, ne? Hast immer gebracht oder hast du auch mal andere Sachen gebracht? Hab ich immer gebracht. Bis jetzt noch, Bruder. Echt? Wallahi al-Azim, Bruder. So, auch Eltern haben auch nie was gegen gesagt oder... Nie. Ah, die haben sich Sorgen gemacht, aber sonst. Oh, tut mir leid, ich hab mich gerade abgefuckt, ja, ich schwöre. Boah, ich hasse sowas, ja. Also, andere Frage jetzt auch noch dazu. Kamt ihr mal betrunken nach Hause? Und eure Eltern waren wach? Nee, die waren nicht wach. Nee. Noch nie? Nee, noch nie. Bei dir? Wallahi, Hasi! Bruder, ja, sei ehrlich. Wollt ihr heute feiern gehen? Heute nicht, Bruder. Heute wir waren nicht? Eben gerade hier, diese Inkawal, da wo ja. Viele Zigeuner drin sind, Bruder. Ja, ja Mann. Was soll ich sagen? Also, ich kann noch von meinen Eltern reden, so, ey, meine Eltern würden was dagegen haben, wenn ich feiern will, weißt du? Bei mir alles easy. Ja, alles easy peasy. Bei dir auch? Bei mir waren die auf jeden Fall auch mal entspannt, so. Also, diese. Die haben nie so schlechten Gewissen, also was schlechtes Gewissen, so schlechte. Wie sagt man das, dass du irgendwas Schlechtes machen würdest? Ja, nein, also nein. Ja, auf jeden Fall. Ich hab nie was gesagt. Guter Junge, ich hab nie was gesagt, auf jeden Fall. Nein. Das ist entspannt. Geh ich feiern, geh ich nach Hause. Warte, komm, sag. Warte, dieses Sopana Allah, ich war weh. Okay, was sagst du? Ah, ich geh nicht feiern. Gehst du nicht feiern? Das ist haram. Weißt du, also ja. Ist ja haram, natürlich, ja. Aber ja, meinst du gerade ernst oder was? Der Prophet sagt, man darf nicht feiern gehen. Ja, ich feiere das ehrlich, Bruder. Ich feiere das wirklich. Ich feiere das echt stabil, Mann. Aber du, Bruder, du bist komplett weg von entfernt. Du bist Jupiter. Doch, schon, aber meine Eltern sind voll süß. Also, meine Mama hat das erste Mal, wo ich feiern war, auf mich gewartet, bis ich nach Hause kam. Ey, die haben Luxus. Crazy. Ja, okay, das war's auch eigentlich schon, ne? Das war die Frage. Ja, war easy Frage, oder ja. Nicht? Ich meine so. Okay. Auch wenn du mal zu Hause drunk angekommen wärst und so, haben die nie was gesagt? Gar nichts. Nee. Echt? Nee. Crazy, ja? Bei dir? Warum? Kamst du mal drunk zu Hause an? Nochmal? Kamst du mal betrunken zu Hause an? Ja. Das geschieht dir recht. Lass dich aus. Was hat deine Eltern so gesagt? Boah, was hast du genau gesagt? Aber, ich so. Aber so ungefähr so? Hoffentlich lernst du draus. Ja, so war's auch so. Ja, wir waren auf jeden Fall immer ganz locker. Also. Ja. Hörst du? Oh, Kamera läuft. Alles klar. Auf jeden Fall, Leute, wie geht's euch? Ich bin jetzt gerade hier bei der Arbeit, hab auch das Video auch heute erst gedreht und direkt geschnitten. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch auf jeden Fall. Ein kleiner Lacher, so ein bisschen was morgens zu lachen gab oder ein bisschen damit Unterhaltung. Und ja, wenn ihr sowas sehen wollt, wie gesagt, einfach in die Kommentare. Wenn ihr was habt, was ich auf der Straße fragen sollte oder machen sollte, einfach in die Kommentare rein. Ich schaue mir die Kommentare jeden Tag an und like die Kommentare. Ich antworte auch drauf, auf jeden Fall, bei jedem. Und ja, ich bin aktiv, komme mit neuen Sachen. Momentan bin ich an was Neuem dran. Neue Formate raus am Suchen. Ich komme mit ein paar Experimenten. Tut mir leid. Und ja,
Das war's doch eigentlich schon, ne? Wie gesagt, egal was ich zum Beispiel lange nicht mehr gesehen habe bei mir, einfach in die Kommentare rein. Storytime, Papa Tipps, egal was, let's get a puppy. Ich muss jetzt weitermachen. Work, work, work. Grind, work, work, don't stop, grind, don't stop. Wir sehen uns, peace out.